In dieser Übung werden wir mit den Fäusten schlagen. Wir stehen mit den Beinen 1,5 Schultern weit auseinander. Der Schlag beginnt von der Hüfte, gerade nach vorn, auf der Mittellinie des Körpers. Es sollte mehr oder weniger eine gerade Linie sein zwischen den Knöcheln und der Schulter. Also nicht so. Dann faltet die Finger so, dass der Ring und der Mittelfinger die Mitte der Handfläche berühren und verschließt die Daumen über den Fingern. Von hier entspannen und schlagen. Während des Schlages verlagern wir unser Gewicht etwas auf das entgegengesetzte Bein. Ich schlage jetzt mit der linken Hand und drehe meine Hüfte zur rechten Seite. Die Knie bleiben still. Und ich schlage von der Mittellinie. Für die andere Seite drehe ich meine Hüfte nach links, sinke und schlage mit der rechten Hand. Diese Übung ist gut für den Oberkörper. Sie hilft, den Brustkorb, die Schulter und die Armmuskeln zu entspannen. In der nächsten Serie lernen Sie die Constant Bear oder der ewige Bär Übung kennen. Wir danken fürs Zuschauen. Für mehr detaillierte Informationen und weitere Artikel besucht bitte unsere Webseite taichi.capetown. Wenn Sie an unseren Serien Gefallen finden, unterstützen Sie uns bitte durch patreon.com. Über eine freiwillige Spende würden wir uns freuen.